Moin, hier ist mal wieder eure Paragraphen-Sylvia. Kennt ihr auch so Menschen, die 3 Jahre an der Homepage bauen oder sich 5 Jahre lang trennen oder naja, auf jeden Fall bei irgendwelchen Dingen nicht wirklich entscheiden können? Eine Ursache, die dahinter stecken könnte, da erwische ich mich Gott sei Dank immer selten dabei, ist Perfektionismus. Und Perfektionismus ist für mich ein absolutes No-Go. Wenn du Angst hast davor, Fehler zu machen, wie blöd ist das denn? Überleg doch mal, wie viele Sachen im Leben hast du gelernt, dadurch, dass du Fehler gemacht hast und die dann eben nicht wiederholt hast. Also da könnte ich jetzt ein Video machen, was 28,5 Stunden dauert oder so. Also bitte, Leute, wenn ihr eine gute Idee habt, setzt die um und lasst es raus in die Welt. Da kann auch noch irgendwas fehlen. Ihr könnt das hinterher immer noch besser machen. Ich habe eben ein 6-Minuten-Video gedreht und dann habe ich gedacht, ach Gott, das wolltest du doch noch sagen. Früher hätte ich das nicht hochgeladen. Jetzt dürft ihr Pfingstmontag euch freuen. Es ist ja wahrscheinlich längst alles vorbei, wenn ich das hier veröffentliche, aber ist völlig egal. Auf jeden Fall, das ist das 6-Minuten-Video vom Pfingstmontag 2018. Da hätte ich noch mehr zu sagen gehabt. Na klar, ich habe immer viel zu sagen und ich könnte stundenlang labern. Aber trotzdem wird es hochgeladen. Dann macht doch nichts, wenn da was fehlt. Leute, geht raus in die Welt mit euren Projekten. Kaut nicht darauf rum, sitzt nicht darauf rum. Es gibt immer Leute, die euch lieb darauf hinweisen, wenn ihr irgendwas falsch gemacht habt. Oder ihr lernt neue Leute kennen dadurch. Und wenn irgendwelche Kritik kommt, die kann euch doch am vorbeigehen. Weil da habe ich euch doch auch eine Technik zugenannt. Da sagt ihr einfach Danke. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und lernt weiter. Tschüss.